viele Menschen gehört es auch heute noch zur täglichen Mahlzeit. Es wird zum Frühstück gestrichen oder zur Jause. Man isst es zwischendurch oder packt es zur Arbeit ein. Das Butterbrot ist so selbstverständlich, dass man kaum darüber spricht. Und wenn, dann in Metaphern. Ich habe den Musikantenstadl gesehen. Da war ich 5 oder 6 Jahre alt, auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und da war ein Bub, der hat Geige gespielt. Give me another day to this money penny. My heart shakes. Das wollte ich auch. Ich wollte auch dann Musik spielen. Und dann haben sie mich im Kindergarten halt die Blockflöte spielen lassen. Und der Blockflötenlehrer hat auch gesagt, ich sollte irgendwas anderes lernen, weil es ist ein bisschen so ein Talent da. Und dann haben sie mich halt mit 7 Jahren diese Violine lernen lassen. Und klar, meine Eltern, die haben auch nicht viel Geld gehabt und haben mir aber diese musikalische Ausbildung, da hat man ja zahlen müssen am Konservatorium. Und die haben mir das irgendwie ermöglicht. Also der David ist grundsätzlich 2,5 Jahre älter als ich. Wir sind aufgewachsen gemeinsam in Klagenfurt. Das Musik war eigentlich immer relativ wichtig bei uns in der Familie, glaube ich. Also mein Papa hat Saxophon gespielt, meine Mutter hat vor allem viel gesungen und ich glaube, wir haben ziemlich lange kein Autoradio gehabt. Das heißt, wenn wir irgendwie irgendwo hingefahren sind, wir haben halt immer im Auto gesungen. Also das war so, damit haben wir Autofahrten in erster Linie verbracht. Und der David hat dann halt irgendwann angefangen, Geigen lernen. Ich erst relativ spät Akkordeon, weil ich eigentlich der Unmusikalische war, in der Familie, damals zumindest. Und so hat bei mir das mit der Musik schon angefangen. Das war immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe dieses Instrument dann in der Hand gehabt und als Kind schon irgendetwas anderes immer gefühlt. Und die haben mich dann halt hingestellt mit diesen Noten und diese Noten lernen müssen. Und nach 10 Minuten habe ich mich schon wieder dabei erwischt, dass ich wieder ganz woanders war, dann in Gedanken mit dem, was ich halt gespielt habe. Schwarzen Lied und Blues quasi erfunden haben. Die haben eine Gitarre gehabt mit ein paar Seiten drauf, wo 2 Seiten gefehlt haben und die haben das gemacht. Das war die Seele, das war der Ausdruck von etwas. Und um das geht es in der Musik für mich. Es gibt öfters schon so Wickeln mit so, wenn jetzt so Leute von oder Labelmenschen, die dann sagen, ja, mach mal ein Album und dann fange ich an zu arbeiten und am Anfang heißt es, es geht um die Selbstverwirklichung und arbeite jetzt und dann klingt es auf einmal nicht so, wie die sich das vorstellen und da, wenn die halt kommen und sagen, ja, macht's was frei und so, dann, und dann auf einmal heißt es, nein, das muss so und so klingen, das ist ein Schwachsinn, weil ich lasse mir davon gar nicht was erzählen, weil ich bin jetzt da so lange schon in Wien und mache Musik, ich habe irre viel Konzerte gespielt und wenn ich ein Projekt mache mit meiner Band oder unter Sir Tralala, dann machen wir das so, wie wir uns das vorstellen. Aber nachdem ich dann meine anderen Studien auch hingeschmissen habe und so und dann einen Straßenmusiker aus England kennengelernt habe, mit dem bin ich dann auf Tour gegangen, weil der hat dann Geiger gebraucht, da habe ich halt die Geigen wieder genommen und mit dem, was ich halt kennen habe, haben wir uns da halt durchgeschwindelt dort und in Pubs gespielt, um halt wirklich für die Miete und die Stromrechnung und so. Und da habe ich es bei ihm dann irgendwie gesehen und da habe ich mir gedacht, wenn der schafft irgendwie so seinen Lebensunterhalt mit ihm zu verdienen, dann schaffe ich das auch. Ja, hallo.
Aus zur Not, wenn alles zusammenbricht oder so, als Musiker, ich kann immer was machen. Und ich habe mich auf die Straßen gestellt und schon gespielt. Aber wenn es wirklich hart auf hart geht, ich bin Musiker, ich habe meine paar Sachen. Und wenn der Weltuntergang kommt und alles zusammenbricht, dann spiele ich für ein Butterbrot. Oder du in die Ohren. Was? Du musst doch so in der Mitte stehen, mehr oder weniger. Ja. Dann kannst du noch hießen hier im Rücken. Ja, erzähl jetzt, wie das war mit dem David. Ein riesen Studentenheim, jeden Tag Party in einem anderen Stockwerk. Und er hat immer in den Zwischenstockwerken, also auf der Stiege, mit der Gitarre so Konzerte oder wie sagt man, so den Abend gestaltet. Und die Leute sind von allen Stockwerken entweder von oben runter oder von unten rauf sich halt daneben gesetzt und es war das ganze Stiegenhaus Zuhörerschaft quasi. So, der war wie eine Jukebox, du hast irgendwie sagen können, er hat gewisse Dinge nicht gespielt, aber er ist echt eingegangen auf die Wünsche von den Leuten und hat da sogar angefangen damals schon, also vor vielen Jahren, so eigene Songs zu schreiben. Und die Leute haben immer gefragt, von wem ist das? Und er hat dann, ich weiß nicht, ob er Bands erfunden hat oder ob er gesagt hat, dass es von ihm war, aber niemand hat gewusst, von wem diese Popnummern sind. Und die Leute, die haben die Popnummern auch gehört von ihm. Nur sträubt er sich, die irgendwie aufzunehmen. Warum auch immer. See the train is coming, it's rolling around the band. And I ain't seen no sunshine since I don't know when. I guess I kept for some prison. Time keeps dragging on. The train keeps rolling down the San Antonio. Ich habe ihn halt kennengelernt aufgrund dieser ersten Platte und war einerseits gerührt, dass da jemand aus Kärnten kommt, der so verrückte Musik macht. Und diese erste Platte, ich fand es doppelt ansprechend, die Aufmachung, ja, also Sir Tralala, unglaublicher Name, dann die Art, wie das geschrieben war, die Grafik, das Cover und alles. Und ich fand es musikalisch spannend, nur ich glaube, ich hat es mich damals noch überfordert und habe dann erst Jahre später entdeckt, dass unter dem, sagen wir mal, unter der wirren, schrottigen Oberfläche einfach wahnsinnig schöne Lieder stecken. Ja. Wahnsinn im Sinne des so in die Musik reinkippen, dass man alles um sich herum verliert. Das hört man dem dann auch an. Und, also er hat dann im Interview erzählt, das kann passieren, dass er tagelang an Musik arbeitet und kaum bis gar nicht schläft, wodurch er irgendwie psychisch andere Zustände erreicht,
was sich dann wieder auf die Musik auswirkt. Wenn man ihn bei der Neigungsgruppe Sex, Gewalt und gute Laune Geigen spielen hat gesehen, ja, und die Band war vorher schon toll, aber das ist einfach, das fügt nicht nur eine Facette hinzu, sondern das hat das Ganze noch einmal auf eine andere Ebene gehoben. Die Neigungsgruppe Sex, Gewalt und gute Laune bestand aus einem Konzept, einer Idee. Verwienerliedern wir internationales Liedgut. Nehmen wir Johnny Cash, Hurt und machen wir, tut man so wie bei je, weißt du. Oder schnappen wir uns einen Nick Cave-Song und machen ihn zu einem tieftraurigen Wiener Lied. Da war natürlich der Sir mit seiner Geigen, die man dann besonders Big Sears einsetzt, perfekt dazu. Und der Sir hat da ohne jegliche Eitelkeit, ohne jeglichen Stolz, das kennt er ja so in dem Sinn gar nicht, die schönsten Linien gespielt, die man sich nur vorstellen kann, wenn man so diese John Cale Violine gern hätte von Velvet Underground. Der Sir hört sich das einmal an und kann es schon. Der Sir hört sich irgendwas an und spielt das Richtige dazu. Das meine ich auch mit intuitivem Genie. Der hat das drinnen. Also das ist die Platte, meine Lieblingsplatte vom Sir, in schönem weißen Vinyl gehalten. Auf einer zweiten CD, das ist auch als Vinyl-EP erschienen, gibt es ein Stück, sein Orchesterwerk. Mhm. Und man hört das und denkt sich halt, ja, hat ein Orchester gespielt. Mhm. Ist jetzt ein ästhetisch, muss ich sagen, nichts, was mich anspricht. Das ist halt klassische Musik oder neue Musik, was auch immer, jedenfalls kein Pop. Und dann erzählt er, ein Orchester würde er sich wünschen, kann er sich aber nicht leisten. Tatsächlich hat er 2 Jahre lang jeden Ton, der zu hören ist, am Computer gesetzt. Ja. Das heißt, er hat ein Orchester am Computer nachgebaut. Das Schöne bei Sir Tralala ist, dass du dir stilistisch vorher nichts erwarten darfst oder erwarten kannst, ja, weil er dich, das klingt jetzt ein bisschen wie Werbespruch, er wird dich jedes Mal auf neu überraschen, aber so ist es. Weil er einfach so viele musikalische Sprachen beherrscht. Das, was ich an ihm am meisten mag, sind die ganz filigranen, brüchigen Balladen. Und er spielt da unglaublich schöne Coverversionen. Nehmen in unserem Wohnzimmer, gemütlich mit Zigaretten, Bier, und die ganze Band wartet, weil der Sir immer zu spät gekommen ist, wartet, dann läutet es endlich, ich mache auf, der Sir steht da mit beiden Händen in der Tasche, da bin ich, das Instrument, die Geige, die habe ich jetzt vergessen. Ich glaube, da der David so ein multitalentierter Freak ist, tut es sich sehr schwer, sich auf eines zu konzentrieren. Darum verläuft auch sein sogenannter Karriereplan so letztendlich holprig, weil wie kann man denn eine E-Musiknummer auf das erste richtige Album drauf tun? Ein großes E-Musikstück, das doch jeden verstört, außer Menschen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Der Sir hat ja keine Ahnung, was kommerziell ist. Ja. Wenn er glaubt, er hat was Kommerzielles, dann ist ein Kommerzler noch meilenweit davon entfernt, was er mit kommerziell meinte.
ich finde, der Sir soll auf alle Orchester scheißen, soll Solo plus Musiker, die er liebt und schätzt, sich einverleiben, aber nicht mal Band haben im klassischen Sinn, sondern es soll Sir Tralala plus notwendige Zulieferer geben. Dann ist er am allerbesten, glaube ich. Ich kenne den David schon von früher und ich bin eigentlich ein recht großer Fan von ihm und habe mich ja schon irrsinnig gefreut auf das Projekt, einfach Rock'n'Roll zu spielen. Ich bin eigentlich klassischer Schlagzeuger und für mich ist das einfach eine irrsinnige Bereicherung, energiemäßig. Ich wollte mit ihm ein Album machen. Dann haben wir angefangen mit zwei Nummern zu machen. Und dann hat irgendwann gesagt, er hat jetzt eine Band und ja, relativ wenig Zeit. Das war vor mir, hat sein Bruder mitgespielt. Aber zusammen haben wir eigentlich nie Musik gemacht, in 31 Jahren nicht. Oder sagen wir halt in den letzten 20 Jahren nicht. Außer, wie er jetzt mit den Golden Glenders angefangen hat, habe ich kurz mitgeprobt. Also am Anfang haben wir gedacht, dass ich Keyboard spiele, aber ich glaube, ich war mir selbst zu unambitioniert dafür. Ich arbeite seit einigen Jahren als Tontechniker im Ritz. Und da hat David schon vor vielen Jahren begonnen, seine Veranstaltungen zu machen, die heißen Queeres Popkultur Gemüsebeet. Und da hat halt Bands gehabt und Musiker, Musikerinnen. Und ich war ziemlich oft bei diesen Veranstaltungen dabei als Tontechniker. Und wir sind halt so näher gekommen und irgendwie haben uns angefreundet. Und er wollte mich ursprünglich so das erste Line-Up von der Band wollte mich unbedingt als Tontechniker mit dabei haben. Er hatte schon einen Bassisten, irgendeinen Jazz-Bassisten. Er ist irgendwie verschwunden irgendwo in Italien, das ist ein amerikanischer Jazz-Bassist. Ein anderer wird schon zum Rehren anfangen, von diesen traurig prekären Umständen zermürbt. Aber das ist ja nicht zum Zermürben. Das spricht ja so für ihn. Das Jammern bringt eh nichts, weil ich meine, ich bin froh, dass ich irgendwie einen Weg gefunden habe, wo ich meine Musik machen kann, wo ich meine Sachen verwirklichen kann und wo ich auch irgendwie ein Einkommen habe, mit dem ich über die Runden komme, aus eigener Kraft, habe ich viel Arbeit dahinter steckt. Aber das ist eigentlich eh super, auf das bin ich ja stolz. Das ist wirklich was Tolles, dass er sich immer einlässt auf die Situationen, wie sie sind und da echt das Beste irgendwie draus macht. Also in jeder beschissenen Bude, in der er bis jetzt gelebt hat, einmal was das Schlimmste im 9. Bezirk in irgendeiner Wohnung, wo ein Fenster war, und zwar in eine Luftschacht draußen. Der Luftschacht war ungefähr, ich weiß nicht, so ein Stück weg von seinem Fenster und es war stockdunkel den ganzen Tag, auch wenn die Sonne geschienen hat, stockdunkel. Und der David hat einfach einen Dia-Projektor genommen und hat sich Bilder raus in diesen Luftschacht projiziert und hat dann seine eigenen Landschaften da draußen gehabt. Und das sind so Dinge, die echt bewundernswert sind, dass man in der beschissensten Wohnsituation sich ein richtig spannendes Leben einrichten kann. Und nicht nur Wohnsituation, sondern in jeder Lebenssituation versucht er echt seine Kreativität ist ja ein Scheißwort, mit den Dingen so zu arbeiten, dass man unbedingt Leben dazu sagen kann. Und er baut sich ein Studio. Der ist ein Typ, der kann aus generell im kleinsten Raum kann der, also wenn man seine Wohnungen gesehen hat, da hat er Studios drin, die echt voll funktionstüchtig sind auf, ich weiß nicht wie viele Quadratmetern, aber du kannst nicht einmal richtig reingehen. Du musst da wie so seitlich irgendwie die reinbewegen. Das Bound to Be, dieser Song, der ist entstanden, weil ja von der Regisseurin und Drehbuchautorin von dem Film Die Vaterlosen mich gefragt hat, ob ich den Titelsong und noch mehr Musik für diesen Kinofilm machen möchte. Der Text, den ich da geschrieben habe, hat zum einen Teil mit dem Film auch zu tun, zum Teil andere Sachen halt, die mit mir persönlich oder halt auch mit meinen Gedanken und so zu tun haben. Da bin ich in der Zwangsjacke auf einem Sessel gesessen und da habe ich 20 Mal mit dem Stuhl umfliegen müssen und der Boden ist doch steinhart. Irgendwie hat mir das Lied dann doch so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, ich mache da jetzt ein Radiosingle draus. Dieses naive Schlichte hat ihnen dann so gut gefallen, dass die das haben wollten. Und das bombastisch Produzierte habe ich dann fürs Radio verwendet. Wenn er
Herz und Hirn ist, braucht er irgendwo noch die reine Basis der Vernunft da, ne? Die ihm managt, die ihm trägt, die ihm sagt, Sir, wir lassen jetzt die Symphonie hinten an und konzentrieren uns ganz genau auf dieses Bandprojekt jetzt oder auf ein Songalbum, das du von mir aus mit Geigen auch einspielen kannst, aber denk nicht an die Symphonie, wir denken an den großartigen Popsong. Sir ist ja auch eine fantastische One-Man-Band. Seine Solo-Auftritte sind ja genauso legendär, wie wenn er in einem Kollektiv spielt. Schau. Wir haben gesucht eine Musik für Puff, eine richtig gute, die dick genug ist und die hat uns der David geschrieben. Na, man kann ihm wirklich sagen, schreibe einen Tango oder schreibe eine Disco-Nummer und dann kriegt man das. Der ist dann leider nicht im Film gekommen, aber er spielt mit einem Ex-Alkoholiker. Er hat ja gesagt, er will einmal in einem Film von mir spielen und zwar am liebsten einen Junkie. An Rock'n'Roller und jetzt habe ich irgendetwas geschrieben und dann habe ich ihm gesagt, ja, das wäre halt die Rolle von einem Lehrer und ja, wie der David ist, hat er halt auch gesagt, passt, Lehrer ist auch gut, also solange er irgendwie ein cooler Lehrer ist, wird er gern spielen. Ja, vielleicht wird es ja was, weil es ist ja bekannt, dass Haneke ihn als großartigen Schauspieler bezeichnet. Also der hat sich unseren Film angeschaut, diesen Stillleben, und hat den David hervorgehoben. Also der ist gar kein professioneller Schauspieler, sondern er ist einfach total natürlich und ich glaube, er sollte einfach Schauspielerei auch machen. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen für diese raue Stimme, die eigentlich schon eine mittlere Katastrophe ist. Das war bei dem Konzerthaus-Konzert, da ist er gerade aus Berlin zurückgekommen. Und hat halt überhaupt keine Stimme gehabt. Ich glaube, da hat er noch nicht einmal gewusst, dass es ein Polyp ist. Da hat er nur gedacht, er ist halt extrem verkühlt. Und das Konzert haben wir echt fast nicht anschauen können. Da habe ich noch nicht gewusst, dass er kein Problem damit hat, dass er sich nur so anhört. Aber beim Zuschauen habe ich echt gedacht, das muss so wehtun und er muss sich so anstrengen. Und das war echt für mich fast qualvoll, dazu zu schauen. Ja. Obwohl es natürlich super, es war trotzdem ein super Konzert, aber ich wollte keine Zugabe mehr hören. Ich wollte nur, dass er einen Tee trinken geht oder so. Und jetzt ist es halt immer schlimmer geworden, insbesondere wenn er mehrere Konzerte hintereinander spielt. Und ich denke mir, wenn man den wegoperiert und er sich brav schont und nicht redet, wird das wieder in Ordnung kommen. Jetzt ist es
Da war immer so, dass ich ins Krankenhaus gehe und mir mal mein Stimmband operieren lassen muss. Aber wir sagen trotzdem keine Konzerte ab. Wir haben uns gedacht, Metallica hatte eine Tour, das war die And Justice for All Tour. Die Rolling Stones hatten eine Tour, die Voodoo Lounge Tour. Wir haben eine Tour. Die Tortur. Danke. Er schreibt nämlich meine Witze. Ich habe einen Style, ich habe eine Gitarre geschweißt. Mein Traum ist es eigentlich immer, dass ich wirklich diese künstlerischen Visionen umsetze und eigentlich wirklich nur an diesen Sachen arbeiten kann, die mir Spaß machen. Zum Beispiel habe ich für die Show mit der Band Gitarre geschweißt, die auch schon jetzt funktioniert und so, die ich dann Feuer spucken kann, wo ich die ja so geschweißt habe, dass man da pyrotechnische Elemente einbauen kann, dass die Gitarre wirklich Feuer spuckt oder dass man das dann am Boden legen kann und auf ein Pedal steigt und dann explodiert das Ganze. Ich habe es jetzt einmal so ausprobiert und habe mir dann ziemlich die Finger verbrannt dabei. Also das muss ich mir noch irgendwie anders irgendwie überlegen und dann, ja. Was man nicht soll, ist es glauben.